Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute zaubern wir zusammen ein richtig, richtig leckeres und vor allen Dingen fluffiges Naanbrot. Das Naanbrot ist ein indisches Fladenbrot, was man in der Pfanne ausbackt. Es besteht aus einem Hefeteig und es gibt zwei Varianten von Naanbroten. Entweder sind die Rezepte so, dass das Naanbrot eher flach ist oder ein eher fluffiges, also eins, was ein bisschen dicker aufgeht. Und wir sind eindeutig Team Fluffig. Das bedeutet, mein Teig besteht aus einem Hefeteig, der dann auch noch mit ein bisschen Backpulver verfeinert wird. Und das sorgt natürlich für den extremen Fluff. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten, damit wir auch direkt starten können. Denn alles in allem geht es wieder super fix, bis auf die Aufgehzeit. Aber der Rest ist wirklich super easy. Für unser fluffiges Naanbrot benötigen wir einmal einen halben Würfel Hefe. Hier habe ich 150 Gramm Milch. Hier sind 2,5 Esslöffel Zucker. Das sind auch 35 Gramm, wer es lieber abwiegen will. Außerdem habe ich jetzt hier 510 Gramm Mehl, Typ 405. Ein Teelöffel Backpulver. Außerdem benötigen wir noch einen Teelöffel Salz. Hier habe ich in etwa 2 Esslöffel Olivenöl verwendet. Das sind 20 Gramm. Dann benötigen wir noch ein Ei der Größe M und 150 Gramm Joghurt. Das ist jetzt Naturjoghurt, 1,5%. Und wie bei allen Hefeteigrezepten benutze ich natürlich am liebsten den Thermomix. Wer keinen Thermomix hat, der kann das natürlich wie immer auch ohne Küchenmaschine machen. Das ist kein Problem. Man kann das Ganze auch einfach mit der Hand verkneten. Das Einzige, was ich euch dann empfehle, ist, die Milch nochmal auf jeden Fall zu erwärmen, denn das fördert auf jeden Fall den Gärprozess. Aber nicht zu heiß. Es sollten um die 37 Grad sein, also so, dass ihr ganz entspannt den Finger reinmachen könnt, ohne dass die Milch zu heiß ist. Und wir geben das Ganze jetzt in den Thermomix und dann wie immer Zucker, Milch und Hefewürfel in den Mixtopf und das für 4 Minuten 37 Grad Stufe 2 erwärmen. Und jetzt geben wir wie immer alle anderen restlichen Zutaten in den Mixtopf. Als allererstes wie immer das Mehl und dann erst die anderen Zutaten, sowas wie Salz und Öl, immer ganz zum Schluss dazugeben. Denn sonst stört es nämlich die Hefebakterien zum Aufgehen. Und dann lassen wir das Ganze auf der Teigknetstufe zu einem schönen geschmeidigen Teig verkneten. Und eine Sache nochmal vorab. Ich sage auch öfters in Rezepten, gibt nach und nach das Mehl hinzu. Das Rezept habe ich jetzt natürlich schon mehrfach getestet, deswegen weiß ich jetzt, dass die Menge ausreichend ist. Aber die Mehlmenge ist immer davon abhängig, was für ein Mehlsort ihr verwendet. Also, wenn man das jetzt schon durch Dinkelmehl austauscht, dann verändert sich auch die Konsistenz ein wenig. Da kann es nämlich sein, Dinkel braucht öfters ein bisschen mehr Flüssigkeit, dass man dann weniger Mehl quasi braucht als bei Weizenmehl. Und auch die Weizenmehlsorten, die unterscheiden sich auch. Also wenn man Weizenmehl Typ 405 von anderen Marken oder anderen Herstellern eher gesagt kauft, dann verändert sich auch schon die Mehlmenge. Das habe ich jetzt gerade wo wir im letzten Jahr die Epidemie hatten und kein Mehl zu finden war, war man ja glücklich, wenn man ein Päckchen gekriegt hat. Tja, und dann habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es auf jeden Fall auch die Konsistenz verändert. Und vor allen Dingen auch die Eier. Ich kaufe immer Bio-Eier. Wenn man Bio aus Bodenhaltung und sowas kauft, dann sind die oft ein bisschen kleiner, obwohl die Größe M und genormt sind. Aber da kann es nämlich sein, also ich benutze ja Bio-Eier, dass ich dann dementsprechend etwas mehr Mehl brauche als ihr. Deswegen sage ich immer, schaut immer von oben hinein. Wenn sich der Teig vom Rand löst, dann ist er richtig und beziehungsweise das Kneten danach ist auch sehr, sehr wichtig, dass man ihn nicht nur in der Küchenmaschine knetet, sondern dann nochmal mit der Hand. So geht ihr auch immer auf Nummer sicher, dass ihr wirklich die richtige Konsistenz des Teiges habt und nicht zu viel Mehl reingibt. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alle Unklarheiten beseitigt. Also einfach immer so viel Mehl hinzugeben, dass sich hier der Rand löst und danach mit den Händen nochmal nachkneten und dann merkt ihr, ob der Teig schön geschmeidig ist, ob er noch ein bisschen Mehl oder Öl benötigt und ja, dann geht nichts schief.
Und jetzt bemühen wir nochmal unsere Arbeitsfläche. Ich benutze meine Backmatte, ihr könnt es aber auch einfach so auf der Arbeitsfläche machen. Kneten den Teig dann nochmal schön rund, gucken dann, ob die Konsistenz reicht. Dann ölen wir auch die Schüssel ein, geben den Teig hinein und lassen den Teigklumpen dann nochmal für so ungefähr eine Stunde, also schaut einfach, dass er sich verdoppelt hat, aufgehen. Und bevor wir jetzt noch weitermachen, noch eine Sache vorab. Ich habe jetzt in meinem Rezept für 500 Gramm Mehl einen halben Hefewürfel verwendet. Das ist für, also ich finde das eine richtig gute Mischung, dass es auch nicht zu stark nach Hefe schmeckt. Man benötigt dann aber wirklich so ungefähr eine Stunde Aufgehzeit. Wer jetzt nicht so viel Zeit hat, der kann es A in einem Dampfbackofen zum Beispiel auf der Gärstufe aufgehen lassen. So verschnellert sich das Ganze. Oder der gibt einfach einen ganzen Hefewürfel rein. Aber dann schmeckt es natürlich oft noch mal ein bisschen, finde ich persönlich, zu viel nach Hefe. Aber das ist ein Trick, wie man Hefe dann quasi auch ein bisschen schneller aufgehen lassen kann. Und jetzt teilt man den Teig in 6 gleich große Portionen ein. Ganz wichtig, wenn ihr auf der Backmatte arbeitet, egal auf welcher, auf den darf man nicht schneiden. Nur mit einem, hier, das ist extra so ein spezielles Nylonmesser, also das schwarze von Pampery Chef. Oder mit einem anderen Marzipanmesser oder mit so einem Teigschaber, da geht es auch. Aber auf jeden Fall kein scharfes Messer benutzen. Also jetzt erstmal 6 gleich große Kügelchen formen und dann drücken wir die auch schon mal mit der Hand einfach in Pfannengröße schön platt. Ihr könnt auch gerne, falls jetzt euer Herd ein bisschen länger braucht, aber ich finde es ganz gut, wenn man die Teiglinge schon vorher zurecht macht, so haben die nochmal kurz Zeit, um ein bisschen aufzugehen, bis die Pfanne warm ist. Und jetzt nehmt ihr euch einfach eine beschichtete Pfanne, ich nehme jetzt einfach hier die kleine von Pampery Chef und die erhitzen wir jetzt auf mittelhohe Hitze, ganz, ganz wichtig. Die Pfanne muss nicht geölt werden oder mit irgendwas nochmal behandelt werden. Einfach auf mittelhohe Hitze, nicht zu heiß erhitzen, sonst verbrennen die nämlich gleich. Und sobald die Pfanne warm ist, geben wir dann einen Teigling rein. Und wichtig jetzt, hier dabei bleiben. Also die brauchen ungefähr 1 bis 2 Minuten und dann wendet ihr die schon. Also sobald ihr seht, dass die da so ein bisschen aufgehen, einmal wenden und dann auch wieder direkt aus der Pfanne holen. Und einen kleinen Tipp habe ich noch, 6 Stück sind vielleicht für ein 2-Personen-Haushalt wie bei uns auch ein bisschen zu viel, aber das ist gar kein Problem. Ich verschließe die danach einfach luftdicht in so einer Kuchenform und wenn wir die dann am nächsten Tag essen, länger halten sie jetzt auch nicht, dann gebe ich die einfach in den Toaster, einfach kurz antoasten, dann werden die wieder warm und dann schmecken die auch wieder super lecker, weil im kalten Zustand werden die leider schon ein bisschen hart. Also einfach in den Toaster kurz erwärmen und dann schmecken die fast wie frisch gemacht. So ihr Lieben, das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, die Rezeptidee hat euch gefallen und ist vielleicht auch was für euch für die nächste Woche zum Nachmachen. Das Hummus-Rezept von letzter Woche passt natürlich perfekt dazu. Ich habe euch ja versprochen, zum Hummus zeige ich euch im nächsten Video, was dazu passt. Eindeutig das Nahenbrot. Das schmeckt wirklich super lecker. Und nächste Woche zeige ich euch noch eine Rezeptidee, die zu dem Nahenbrot passt. Also ich würde sagen, wenn ihr
das nächste Video nicht verpassen wollt, dann hoffe ich, dass ihr meinen Channel abonniert habt. Der ist kostenlos. Einfach unten rechts den Button drücken und dann verpasst ihr auch keine nächste Folge. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich würde sagen, bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!